Steigt die Terrorgefahr in Europa? Darüber spreche ich mit dem Terrorismusexperten Nicolas Stockhammer. Die diplomatischen Bemühungen, einen Flächenbrand in Nahost zu verhindern, laufen auf Hochtouren. Und es wird sonnig, aber weiterhin kühl. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zu ORF3 aktuell am Abend. Auch am 10. Tag nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel ist noch keine Entspannung in Sicht. Die Hamas feuern heute erneut Raketen auf israelische Städte und die humanitäre Lage im Gazastreifen wird immer prekärer. Dort ist auch die Zahl der Toten inzwischen auf 3000 gestiegen, das teilte das palästinensische Gesundheitsministerium heute mit. Eine Bodenoffensive Israels hat bislang noch nicht begonnen. Die Zahl der Geiseln von den Hamas wird heute nach oben korrigiert. Bis zu 250 Menschen könnten von den Terroristen verschleppt worden sein. Die diplomatischen Bemühungen laufen auf Hochtouren, um einen Flächenbrand zu verhindern. Schon seit Tagen ist US-Außenminister Blinken in der Region. Heute ist auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz angereist. Morgen wird der US-Präsident Joe Biden in Israel und dann in Jordanien erwartet. Die USA setzen sich dafür ein, Israel zu stärken und gleichzeitig die Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu unterstützen. Und damit kommen wir in die belgische Hauptstadt Brüssel, wo gestern Abend ein 45-jähriger Mann aus Tunesien zwei schwedische Fußballfans erschossen hat. Die Ermittler gehen Hinweisen auf ein islamistisches Motiv nach. Der mutmaßliche Täter war Polizei bekannt. Nach stundenlanger Fahndung war der Verdächtige heute Morgen von der Polizei niedergeschossen worden. Im Krankenhaus ist er seinen Verletzungen erlegen. Es war eine gespenstische Nacht in Brüssel. Sogar die EU-Kommission riet ihren Mitarbeitern, zu Hause zu bleiben. Flämischsprachige Schulen blieben geschlossen. Denn die ganze Nacht war der mutmaßliche Täter, ein 45-jähriger, abgelehnter und polizeibekannter Asylwerber aus Tunesien, in der Stadt auf der Flucht. Auf einem Roller und mit einer automatischen Waffe tötete er zwei Schweden und verletzte eine dritte Person. Dieser Mann war Augenzeuge am Tatort nahe Molenbeek. Ich habe den Mann gesehen, wie er in das Gebäude gekommen ist und zu schießen begonnen hat. Dann ist eine Person zusammengebrochen und erst dann habe ich mir gedacht, das ist echt. In den sozialen Medien habe sich der Mann zum Islamischen Staat bekannt und wollte gezielt Schweden töten. Der belgische Regierungschef spricht von islamistischem Terror. Der Mann bewährte, geinspiriert zu sein. Der Täter gab an, vom IS inspiriert zu sein. Er wollte gezielt Schweden attackieren. Zehntausende Menschen wollten gestern das Fußballspiel Belgien gegen Schweden sehen. Es wurde wegen der Tat zur Pause abgebrochen. Die Besucher wurden unter hohen Sicherheitsvorkehrungen vom Stadion weggebracht. Der schwedische Regierungschef zeigt sich heute Morgen betroffen. Die belgische Hauptstadt wurde gestern zum wiederholten Mal vom Terror hart getroffen. Der Anschlag in Brüssel könnte also ein erster Hinweis darauf sein, dass sich nach der Eskalation des Konflikts im Nahen Osten auch die westliche Welt wieder vermehrt auf neue terroristische Angriffe einstellen muss, so der Leiter des Staatsschutzes. Die Sicherheitsmaßnahmen rund um jüdische Einrichtungen wurden seit dem Angriff der Hamas auf Israel bereits verstärkt. Doch das könnte noch nicht genug sein, auch wenn man beim Staatsschutz bereits seit längerer Zeit ein erhöhtes Gefährdungspotenzial ortet. Nach der Pandemie haben sich sämtliche Extremismusformen enorm verzweigt und führen zu einer Bedrohung der inneren Sicherheit. Ich habe darauf immer wieder auch hingewiesen in der Vergangenheit, im Bereich des Rechtsextremismus, im Bereich des islamistischen Extremismus. Gerade letzterer könnte nun in verschiedenen Formen neu aufleben. Es wäre möglich, dass sich in den nächsten Wochen und Tagen hier auch etwas tut und wir die Gefährdungsstufe erhöhen müssen. Es bestünden extremistische Netzwerke in Österreich, die unter Beobachtung stehen. Wie hoch ist also die Terrorgefahr auch bei uns in Österreich? Dazu darf ich jetzt Terrorismusexperten Nicolas Stockhammer begrüßen. Schönen guten Tag, Herr Stockhammer. Vielen Dank für Ihre Zeit. Guten Abend. Am Montag hat ein islamistischer Terrorist in der belgischen Hauptstadt Brüssel zwei schwedische Staatsbürger erschossen. Vergangene Woche hat es in Frankreich einen Anschlag auf einen Lehrer gegeben. Ist auch in Österreich eine steigende Terrorgefahr zu sehen?
Also es ist in ganz Europa eine steigende terroristische Bedrohung zu registrieren. Das hat einerseits zu tun mit den aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten, aber auch mit anderen beschleunigenden Faktoren. Im konkreten Vorfall in Brüssel dürfte ein Vorfall eben Koranverbrennungen in der ersten Hälfte dieses Jahres ausschlaggebend gewesen sein. Wie alarmiert sind denn generell die Behörden derzeit in Europa, vor allem im Hinblick auf den Konflikt zwischen Israel und Gaza? Der Israel-Gaza-Konflikt hat definitiv eine beschleunigende Wirkung auf die terroristische Bedrohungslage hier. Ich sage immer, es ist direkt proportional. Man sieht bereits jetzt eine gewisse Zuspitzung in sozialen Medien und das kann sich auch auf die Radikalisierung von jungen Menschen hier niederschlagen, die dann vielleicht Gewalt als eine Option betrachten. Seit Jahren kommt es in Europa immer wieder zu islamistisch motivierten Terroranschlägen. Was sind denn da eigentlich die Motive dafür? Die Motive sind immer wieder die ähnlichen. In der Forschung spricht man von dieser Trias: Rache, Ruhm und Reaktion. Oft wollen Terroristen Rache für echtes oder vermeintliches Unrecht. Zweitens streben Terroristen nach Ruhm, vor allem in der eigenen Community, in der eigenen Gruppe. Und drittens wollen sie eine Reaktion bewirken. Also sie greifen Staaten an und wollen herausfordern, dass es eine übereilte Gegenreaktion gibt. Und wie kann man sich jetzt da irgendwie darauf vorbereiten oder das zu versuchen zu verhindern? Ja, also die Terrorismusbekämpfung versucht auf zwei Ebenen zu agieren. Das eine ist, die Motivation bei den Terroristen zu minimieren, und das zweite ist, ihre Fähigkeit, terroristische Anschläge umzusetzen, anzugreifen. Hier gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Prävention ist eine wesentliche auf beiden Gebieten, die sieht aber dann jeweils anders aus. Am Ende des Tages geht es darum, die Puzzlesteine zusammenzubauen und Terroranschläge zu verhindern. Damit sage ich vielen Dank, Nicolas Stockhammer. Danke, sehr gerne. Nach Österreich jetzt, wo sich die Bundesregierung auf ein Konjunkturpaket geeinigt hat. Ein Teil davon ist doch das sogenannte erneuerbare Wärmepaket. Der Einbau von Gasheizungen soll damit im Neubau ab 2024 verboten werden. Bereits eingebaute Heizungen müssen aber nicht verpflichtend getauscht werden. Photovoltaikanlagen sollen mehrwertsteuerfrei werden für die nächsten 2 Jahre. Ab 2024 sollen hierzulande im Neubau keine Gasheizungen mehr eingebaut werden. Im Neubau gibt es keine dreckigen Heizungen mehr in Österreich, egal ob Kohle, ob Öl oder Gas, das wird gesetzlich festgelegt. Ursprünglich war auch eine Verpflichtung zum Heizungstausch in Bestandsgebäuden geplant. Das kommt nicht, stattdessen aber hohe Förderungen. Geeinigt hat man sich auch auf die Umsetzung des Energiekostenzuschusses 2 für Unternehmen. Das ist eine wichtige Maßnahme, die die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Wirtschaft gegenüber der Konkurrenz im Ausland sicherstellt. Um die Konjunktur anzukurbeln, hat sich die Regierung außerdem darauf geeinigt, dass öffentliche Investitionen des Bundes vorgezogen werden. Kanzler und Vize sind zufrieden. Einerseits die ökologisch notwendige Energiewende noch rascher voranzutreiben und zweitens ja eine gewisse Delle, speziell in der Baukonjunktur, zielsicher zu bekämpfen. Und das bedeutet eben, dass auch vielen Unkenrufen zum Trotz die Koalition wieder einmal bewiesen hat, dass wir unsere Verantwortung als Bundesregierung wahrnehmen. So der Bundeskanzler. Und wir bleiben in Österreich, wechseln aber das Thema. Der Verfassungsgerichtshof hat heute einen Teil der COVAG-Grundlagen gekippt. Die Covid-19-Abwicklungsagentur, kurz COVAG, hatte Unternehmen während der Pandemie unterstützt, wie etwa mit einem Fixkostenzuschuss, Ausfallbonus oder Umsatzersatz. Im Corona-März 2020 muss es schnell gehen. Geschäfte und Lokale müssen schließen. Eilig wird die Covid-19-Finanzierungsagentur, kurz COVAG, gegründet. Nach dem Motto: Koste es, was es wolle. Sollen Unternehmen unterstützt werden. Kritik kommt unter anderem vom Rechnungshof. Er ortet über Förderungspotenzial. Seit Monaten prüft auch der Verfassungsgerichtshof. Jetzt steht fest, die Aufgabenübertragung auf die privat organisierte COVAG verstoße gegen die Verfassung. Der Verfassungsgerichtshof trifft eigentlich sehr harte Aussagen, nämlich gerade was den Punkt betrifft, dass die COVAG die
ihr übertragenen Aufgaben nicht erfüllen konnte selbst. Die Zahlungen können aber weiterlaufen. Die verfassungswidrigen Bestimmungen werden nämlich erst in gut einem Jahr aufgehoben. Aus dem Finanzministerium heißt es, die COFAG-Gründung sei in eine Zeit mit hoher Dringlichkeit gefallen. Die VfGH-Entscheidung werde in die bevorstehende Abwicklung der COFAG einfließen. Und damit kommen wir zum Wetter und wie das die kommenden Tage wird, weiß Manfred Bauer. Nebel, Sonne, aber auch dichtere Wolken hat der Mittwoch zu bieten. Am Nachmittag wird es im Westen föhnig. Die Höchstwerte reichen von 10 bis 16, im Montafon bis 20 Grad. In weiterer Folge entwickelt sich der Föhn zu einem Föhnsturm. Verbreitet gibt es dann Höchstwerte um 20 Grad. Das Wochenende wird unbeständig, samt Temperaturrückgang. Anne-Gülgen Meyer verrät uns jetzt noch, was es in der Welt der Kultur Neues gibt. Gestern wurde der Deutsche Buchpreis verliehen und dieser ging an den Wiener Autor Tonio Schachinger. Wir stellen außerdem das neue Stones-Album vor und haben gute Nachrichten aus der Museumsszene. All das und vieles mehr ab 19.45 Uhr. Ich freue mich auf Sie. Das war ORF 3 aktuell am Abend. Wie gewohnt sehen Sie jetzt auch noch die Nachrichten in einfacher Sprache und die schönsten Geschichten aus den Bundesländern. Wir sind dann morgen ab 9.30 Uhr wieder für Sie da. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden und wünsche einen angenehmen Fernsehabend hier in ORF 3. Auf Wiedersehen.